eine neue Runde bei Unboxing-Videos von Franzi. Heute zeige ich euch drei Mal-Nach-Zahlen-Bilder. Die zeige ich auf einmal, weil Mal-Nach-Zahlen-Bilder brauchst du nichts zählen. Es kommen dann noch Diamond-Painting-Bilder, Unboxings, aber heute dachte ich mal, ich zeige euch was anderes. So. Zwei verschollene Bilder kamen an, die waren von Huracan, also von Mal-Nach-Zahlen. Ja, Huracan verkauft Mal-Nach-Zahlen-Bilder. Die kamen tatsächlich an, ich habe echt damit gar nicht mehr gerechnet. Einmal diese Dame, ich finde die ja so mega. Das Bild an sich ist leider kein kleines Bild dabei, deswegen muss ich es euch so zeigen. Ist ein ziemlich graues Bild, wo halt dann so blaue Stellen dabei sind. Die Leinwand an sich ist halt auch super. Da fehlt noch Kleber dran. Leinwand ist völlig okay. Das ist einmal diese Dame war vom Huracan. Das waren nämlich zwei Bilder von Huracan, was ich mir da mal gekauft habe. Das ist auch, das war glaube ich April, wo ich die bestellt hatte, wo sie dann ankamen. Waren hier echt eine Zeit lang verschollen. Dann habe ich mich schon mit den Händler rumgeschlagen, den es gesagt hat, ist nun egal, sozusagen. Und dann kamen die aber zum Glück noch. Also muss ich sagen. Und einmal diese Dame. Die ist auch in Silber gehalten und die Finger und der Schmetterling sind auf Gold. Gold und einmal blau. Ja, komm schon. So. Einmal die Farben für diese junge Dame. Natürlich sind es diese komischen, doofen Pinsel. Und einmal dieser Blauton. So, die Dame wieder drunter. Blauton, Goldton. Und natürlich diese Pinsel. Ich habe die. Natürlich wieder zum Aufhängen ein paar Sachen dabei. Schade ist halt echt, dass da kein kleines Bild, aber kleine Bilder dabei sind, aber das war da nicht. Deswegen kann ich die euch leider so nicht zeigen. Aber ihr seht, man kennt sie eigentlich auch relativ gut. Auch hier zeige ich euch die Leinwand vom Nahen. Seht ihr immer gut. Also wie gesagt, da war halt ganz großes Theater, weil die Ware ja den Anker wurde irgendwo fragt mich nicht hingeliefert. Dann haben wir mit der Post geredet. Post hat irgendwie gesagt, er muss seinen Händler melden. Händler hat gesagt, muss ich an die Post melden. Also im Endeffekt, ne? Aber jetzt war mal gut gefallen. Also das ist sowas, was mir total gefällt. Wenn echt nur eine Farbe dann groß dabei ist und das andere so in Grautöne gehalten wird. Finde ich mega. Das ist das erste, die ersten zwei Bilder. Jetzt kommt das letzte Mal nach Zahlen. Und ich dachte, ich mache auch die auf einmal, weil sonst wird sich das nicht lohnen. Man kann es so machen, soll es aber nicht. Wir haben hier kleines Bild dabei. Ihr seht ja, es war auf einer Schaumstoffnudel. Hier haben wir natürlich ein kleines Bild dabei. Ich zeige euch. So. Das wird so einer. Ist der nicht süß? Es wird extrem schwer sein zu malen. Das wird so eine richtige Herausforderung sein. Aber ich fand ihn süß. Da war so das gleiche Thema. Ich weiß nicht mal, welcher Händler das war. Auch von AliExpress ein Händler. War es auf einmal verschwunden und keine Ahnung. Und dann auf einmal wurde es nochmal verschickt. Aber es wurde wenigstens nochmal verschickt. Also ich bekam es jetzt wenigstens. Das sind die Farben. Es sind schon echt mega schöne Töne dabei. Ja, entweder mag ich so dezente Bilder.
Oder halt echt so richtig krasse Bilder, da wird man jetzt nichts erkennen. Ich auch gerade erstmal selber gucken, wie rum ist richtig rum. Doch, so rum ist richtig rum. Auge, Auge, das erkennt man richtig schwer, weil es halt echt ein Konfetti-Bild ist. Also, das ist schon konfettihaft. Das ist so ein Bild, du musst es mögen. Du musst Weihnachtszahlen mögen. Das ist die Leinwand. Ist auch okay. Aber sieh dir das Konfetti so ein bisschen. Also, oh, das wird schon richtig lustig werden hier. Bei denen hier. Aber auch hier beim Malen nach Zahn habe ich einige Bilder noch rumliegen. Wird alles noch gemacht. Aber ihr wisst ihr, wie es ist, ne? Also dieses Bild. Man hat hier natürlich auch wieder diese. Pinsel dabei. Diese scheiß Pinsel. Sorry, wenn ich das so sage. Also diese doofen Pinsel. Und zum Aufhängen. Ich poste euch in die Infobox natürlich die ganzen Sachen, woher die Bilder kamen. Also in die Infobox. Könnt ihr dann gerne nachgucken, wenn es euch das auch interessiert, dann guckt gerne nach. Ja, das war's eigentlich. Ein total mini, 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 mini Unboxing. Das nächste Mal wieder länger. Ich habe echt noch ein bisschen was zu zeigen euch. Aber ja, trotzdem so langsam. Also es kommt noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel zum Zeigen. Also, ne? Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die zugeguckt haben. Genießt eure Tage noch, also eure, ja, Tage. Genießt allgemein die Tage, genießt euer Leben. So, ich weiß, ein bisschen komisch, aber egal. Genießt euer Leben und bald Wochenende, yay. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald, tschüss, eure Franzi.